Hallihallo Leute und willkommen zu diesem Video. Ja, wie ihr vom Layout her wahrscheinlich schon seht, es geht heute mal um Pokémon. Ich habe mir da ein paar Booster bestellt online und die würde ich gerne mit euch zusammen aufmachen. Zuerst mal ganz kurz vorweg, keine Sorge, nein, der Kanal hier wechselt nicht aufs Pokémon TCG. Wir machen einfach ein bisschen Abwechslung. Ich mag das Spiel nämlich sehr gerne und ich fände es cool, euch da ein bisschen dabei zu haben. Und ihr kriegt natürlich auch heute noch coole Videos zum Yu-Gi-Oh! Trading Card Game. Und auch in Zukunft wird es ganz, ganz viele davon geben, denn es ist immer noch Yu-Gi-Oh! Insider und nicht Pokémon Insider. Ja, also, ich habe 75 Booster Guardians Rising. Das sind die hier, die wir zusammen aufmachen werden. Und ich hoffe doch schwer, dass ich coole Sachen daraus ziehe. Ich habe gestern schon ein paar aufgemacht. Das waren 14 Stück, die ich noch über hatte. Und daraus habe ich sehr, sehr gut gezogen, wie ihr wahrscheinlich gesehen habt. Und ja, ich habe jetzt meine restlichen 75 bekommen und die machen wir jetzt zusammen auf. Schreibt mir doch auch in die Kommentare, was ihr von dem Set haltet und auch vielleicht, ja, wie euch das Spiel gefällt, ob ihr es selber auch spielt, etc. Ja, ich würde sagen, wir machen hier gar nicht lang um den heißen Brei rum, sondern öffnen das erste Booster. Und das machen wir jetzt. Okay. Ich finde das Artwork hier auch cool. Super. Ich glaube, ich muss hier den Lautsprecher noch ein bisschen runter machen, dass ihr auch was hört von mir. So, ich glaube, jetzt ist es gar nicht schlecht. So, Paragoni hier mit Mimigma. Und dann haben wir hier... Oh, es fängt schon gut an. Full Art Hala. Cool. Darf gern so weitergehen. Schauen, was wir sonst noch so bekommen. Ein Miniras. Auch schön. Und... Elizard. Okay. Nichts Großartiges, aber ist okay. Okay. Was haben wir? Einmal Trombork. Und... Oh, Heido. Schade. Koriogel. Und... Fortunator. Was übrigens super cool wäre zu ziehen, wären entweder ein paar GX-Karten oder aber natürlich auch ein paar Secret Rares. Ihr kennt die in diesem Spiel daran, dass sie golden sind. Und Rylboss ist keins davon. Koriogel. Koriogel und Kramchef. Okay. Ja, noch keine GX bisher. Oh, ein Walband. Das ist gut. Das ist sehr gut. Koriogel. Ist verbesserungsfähig bisher. Ein Morbites. Habe ich auch schon. Das 11. Booster. Wailord. Das gestern war besser. Kann sich ja noch ändern. Kann sich ja noch ändern. Nochmal Morbites. Lamus und Pampros. Ein Viscogon.
Brasseia. Hm. Also bisher bin ich nicht unbedingt begeistert von den Boostern, muss ich ganz ehrlich sagen. Aqua Badge, das ist cool. Koriogel ist nicht ganz so toll. Victini, damit kann ich leben. Ah, geht doch. Grandiras GX als Full Art. Nice. Gutes Monster. Wirklich ein cooles Monster. Pokémon. Nicht mal. Hier, komplett Yu-Gi-Oh! Geschädigt. Sarzenia. Okay. Fortunator und Koriogel. Amphira. Cooles Kerlchen. Bandagro. Hm. So, was haben wir hier Schönes? Wir haben Solgaleo und Morbites. Hm. Kann sich noch steigern hier. Das Zubiris ist aber cool. Solgaleo. Ja, Felinara. Das ist auch cool. Das ist ein wunderschönes Artwork. Ah, das ist cool. Das freut mich. Koriogel und Koriogel. Okay. Noch ein Felinara. Nice. Ich mag das Pokémon. Das ist eines meiner Lieblinge. Ich bin riesen Felinara-Fan. Ich mag aber eigentlich alle Evolutionen. Also von dem her. Die Evolutions sind schon cool. Amphira und Machomai. Tohaido. Noch ein Zubiris. Und Koriogel. Voluminas und ein Janera. Letschehügel ist auch eine coole Karte. Dann haben wir nochmal einen Kramchef und Voluminas. Pampulli. Und Lusardin GX. Cool. Habe ich auch erst eins von. Jetzt habe ich zwei. Das ist gut. Oh, ein Knofensa. Voluminas. Das Vieh verfolgt mich. Machomai und Koriogel. Und dann haben wir hier Pandagro und Rayquaza. Okay. Koriogel. Deponitox. Nicht zu unterschätzen, das Kerlchen. Mülllawine. Coole Attacke. 20 Schaden für jede Itemkarte im gegnerischen Ablagestapel. Das haut ordentlich rein. Morbites. Und Celatvino.
Weilord, von dem habe ich langsam auch eine ganze Sammlung. Noch ein Wahlband. Schön. Amphira. So, wir haben jetzt noch 36 Booster, sprich ein ganzes Display. Mal schauen, was wir noch bekommen. Bisher war es Seermarker. Moruda und Tohaido. Moruda ist cool. Tohaido, den hätte ich verzichten können. Noch ein Weilord. Skelabra. Hätte schon gerne noch so ein, zwei GX. Das wäre schon schön. Quasar und Velsa. Pipi. Gelatino. Machoke. Voluminas. Aqua Patch. Meteno. Habe ich noch gar nicht. Cool. Okay. Boah, Cosmic Plosion. Ist ja krank. Terra und. Oh, Grandiras nochmal. Dann habe ich, glaube ich, jetzt schon drei davon. Cool. Kann ich mir mal ein Deck drum basteln? Aitera. Frischei. Aha. Mimigma. Ein richtig cooles Pokémon. Hey, das ist eine Pokepuppe im Hintergrund. Ja. Süß. Zwei Koalelu, ein Koriogel, Schwalboss, noch ein Aquapatch und eine Schutzzone des Ätherparadies, die ist auch gar nicht so schlecht. Viscogon, ja, okay. Weilord. Elisabeth. Die verfolgen mich gerade irgendwie. Gelatino und Yaro. Ein Dresea und ein Trombor. Velsa. Noch ein Felinara. Ampros. Ah, oh, endlich mal ein Agrostella. Das hatte ich nämlich noch gar nicht. Cool. Beim Quellen des Gift finde ich eine sehr, sehr coole Attacke. Wirklich cool. Und Mogelbaum hat einen coolen, eine coole Fähigkeit. Reduziert nämlich die Anzahl der Pokémon auf der gegnerischen Bank auf maximal 4. Finde ich nicht schlecht. Für ein Poki. Sonnenkreis-Podium und Mondkreis-Podium. Und dann haben wir ein Fiaro und wir haben ein
Oh, nochmal ein Deponitox. Habe ich, glaube ich, jetzt auch ein Playset von. Ein Viscora. Und Lunala. Dann haben wir hier Coriobel. Amphira. Oh, genial! Kapufala! Das ist eine der besten Karten in diesem Set. Oh, das ist cool. Habe ich jetzt, glaube ich, auch drei von. Oh, cool. Richtig cool, richtig cool. Yaro. Und... Oh! Primarin GX. Reprint aus dem letzten Set. Jetzt als Rainbow Rare. Die ist, glaube ich, auch einiges wert. Nicht so gut wie Decidueye natürlich, aber... nice. So, kann es gerne weitergehen. Habe ich nichts gegen. Kramchef. Skillabra und Yaro. Erstella, ein Viscargo. Nochmal ein Coriobel. Rayquaza. Noch ein Fiaro. Dann noch 5 Booster. Das ist das 5. Deponitox. Pampros. Viertletztes Booster. Fiaro und... Oh, Vulnona! Nice! Cool! Ist es nicht ein wunderschönes Artwork? Ich liebe Vulnona, vor allem in der Alola-Form. Richtig cooles Pokémon. Dam, 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 dam. Walban und Waumboll. Und ein Vylord. Das ist meine Hasskarte in diesem Set, das sage ich euch jetzt schon. Mogelbaum. Reverse Holo. Coriogel, Psychoform. Letztes Booster. Vulpix, ein Lamos und komm was Gutes. Naja, ein Coriogel. Okay, okay. Alles in allem gar nicht übel. Für 200 Coins wird es natürlich hier noch mehr geben. Haben wir aber nicht. Ich habe nämlich keine 200 Coins. Aber ich habe langsam eine richtig schöne Sammlung an Karten aus Sun and Moon Guardians Rising. Kann ich hier mal kurz durchstöbern zusammen. Bleiben also die etwas selteneren Karten. So, haben wir denn da? Wir haben Absol, wir haben Agrostella, wir haben Vulnona in allen möglichen Varianten. Ah, ist cool. Das ist wirklich cool. Belinara habe ich jetzt auch 6 Stück. Mal schauen, was ich mit denen anfange. 3 Grandiras. Aitera. Kapufala habe ich jetzt auch 3 Stück. Dann Kapuriki. Kapuriki habe ich 3. Wischiwaschi oder Lusardin habe ich 2 Stück. Das ist okay. Metagross habe ich auch 3. Habe ich sogar ein Deckmetz. Das ist recht lustig. Pampros. Primarin. Zenlong und Zenlong GX. Genau, Zekas heißt dieses kleine Mistfieder. Dann haben wir noch Tortunator, der ist auch cool. Und eben Victini, das wir vorhin gezogen haben. Da habe ich jetzt ein Playset zusammen. Das ist ein cooles kleines Pokémon. Kann nämlich Münzwürfe beeinflussen. Ah, und ein Volvarok, genau. Was wir zusammen aber noch kurz machen ist, wir schauen mal, was wir für unser
Prima-Rennen bekommen würden. Prima-Rennen. Schauen wir mal. Würde mich jetzt interessieren. Nicht so viel, hm? Zumindest von dem jetzt hier gerade. Ah, das ist das. Okay. Machen wir es mal so. Schauen wir mal. Was man da bekommen könnte. Keine Tauschangebote gefunden. Naja, okay, dann lassen wir das. Ich finde in der Zwischenzeit mal raus, was die Karte an Wert hat. Könnt ihr euch mal sagen, was sie im Real Life an Wert hat? Das können wir kurz zusammen rausfinden. Das ist nämlich schnell gemacht. Pokémon Card Market. Primarenn GX. Wenn wir die aus einem richtigen Booster gezogen hätten, wäre sie, ja, immerhin 40 Euro wert. Nichts im Vergleich zu Decidueye, also zu Silvaro, der unglaublich gut weggeht in diesem Set. Aber naja, immerhin, Primarenn. Coole, coole Geschichte. Ja, das war's dann aber auch schon von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Wenn nein, lasst auch einen Daumen da und schreibt mir, was ich besser machen kann. Und lasst doch auch ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Das wäre richtig klasse und dann verpasst ihr auch nicht die nächsten Videos. Ich wünsche euch bis dahin noch ganz einen schönen Tag und bis dahin, ciao Leute.